Hallo YouTube und herzlich willkommen zu den neuen Videos hier. Wir reagieren auf Julian Bam, Märchen Hals und Zerl Teil 2, Teil 1. Haben wir schon reagiert, ich hoffe, ich krieg's durch. Und ja, los geht's. Jetzt reden wir 5-1, aber vorher 4. Jetzt habe ich eine ernsthafte Frage. Haben die die wirklich auf- und abgespielt oder haben die die nur gedreht, weil die glauben, wir sind blöd? Wir tauchen ein in die Das ist, glaube ich, auch ein sehr cooles Märchen gewesen. Endlichen Sandmeere von. Es geht um Aladdin. An Baklava. An Hitze. Und Baklava. Vater Morganas und fieberheißen Dünen vorbei. Ich finde es sehr, sehr gut, dass sie Tanzverbot eingebaut haben. Es gibt nichts, was fürs Casino spricht. Reiste ein junger Voyeur aus Singapur auf dem Rücken seines. Und einfach mal das Fernglas in die Umwelt schmeißen, der Umweltverschmutzer und sein Kamel. Das ist schon geil. Des Bandscheibenvorfall geplagten Kamels. Seit tausend und einer Nacht, nur von eigenen Körperflüssigkeiten genährt, war er auf der Suche nach einer von Das Kamel ist übrigens richtig krass. Es hat Sneakers und alles. Schätzen überfüllten Höhle. Und die Autospuren waren sehr, sehr logisch. Ich glaube, es ist sogar ziemlich logisch gemacht. Waladin. Oder war das Waladin? Aber da haben sie sich richtig Mühe gegeben bei diesen Infos. Also finde ich persönlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich Mühe ist oder einfach so entstanden ist. Kann ich halt nicht sagen. Warum bist du eigentlich Kamel geworden? War das so dein Traum? Doch das Kamel sprach nur in Edoates. Das ist übrigens super schwer zu reden. Lauf weiter, wir müssen Höhle finden, Mann. Nur wegen diesem Sultan, ey. Oh, aua, Achtung, Flashback! Au. Geiler Flashback. Ah, ein Kunde! Salam alaikum, mein Freund! Ah. Heute ein guter Tag, um ein Auto zu kaufen. Ja. Komm mit, komm mit! Dieses Auto kaufen, du kriegst meine Adoptivtochter aus Deutschland und deutsche Pass for free! Was? Deutscher Pass for free. Wichtig und richtig. Heißt for free. Diese Englisch heißt gratis. Ah. Ah. Wie sieht Tochter denn aus? Hier, ich hab... Allein das Gespräch ist cringe. Ich hab ein Bild von meiner Tochter. Wow. Ah. Oh, hier hätten sie noch einen fetten Arsch malen müssen. Das Automobil, aber Tochter nur für 2 Monate. Was heißt das? For Sally. Das ist auch Englisch, heißt günstiger, heißt gebraucht. Aber Tochter gibt's nicht gratis dazu. Dann nehme ich das. Womit will der Herr denn? Mit einem Bild deiner Tochter. Zahlen? Mit Bild von deiner Tochter. Ah, wie ich sehe, kannst du gut verhandeln. Dann soll Gefährt dein sein. Hier Der Schlüssel ist nur mal rüber. Schlüssel? Und weil du so eine gute Geschäftsmann bist, kriegst du das hier for free. Schatzkarte, du bist hier. Also Höhle. Jang ist der Erste. Das ist ein Käse. Komm wieder, wenn du reich bist, kriegst du Tochter von mir. Nein, ich komm wieder, wenn ich reich bin. Getrieben von wenn ich reich bin. Faulheit wünschte er sich nichts sehnlicher, als das Herz der deutschen Adoptivtochter zu gewinnen, um den deutschen Pass zu erhalten. So war er deutscher Pass, Digga, wichtig und richtig. Gezwungen, die sagenumwobene Höhle zu finden, denn zu normal arbeiten war seine Meinung eher ne, lieber nicht. Lieber nicht, Hartz IV gab's noch nicht. Stopp, Rommel, stopp! Wir müssen Höhle finden, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Was sagst du? Warte, was? Rommel, stopp! Wir müssen Höhle finden, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Law Apples, ich kann kein Latein. Warum habe ich immer du was? Was sagst du? Es geht echt zu schnell, Leute, ich lese es jetzt nicht. Ja, ich glaube, du hast recht. Aber wo ist diese Höhle? Ah, da ist die Höhle. Ah, da ist die Höhle.
Hallo Höhle. Salam alaikum. Das ist auch richtig geil, finde ich mit Salam. Alaikum assalam. Was das für eine Kleidung? Komm mal näher an mich ran. Das ist halt auch geil gemacht mit dem Höhlen-Gag da und seiner großen Nase. Hab gehört, du hast Reichtum und ich bin arm dran. Und aber auch gute Musik, ist echt gut gemacht, also ich bin echt da wieder begeistert. Das soll mir leid tun, ich glaub, du bist krank. Ich will aus der miesen Armut raus, weil... Aber nicht arbeiten, sondern mach nur so, aber gut. Ich brauche diese eine Frau und bevor ich sie dem Sultan klau, wollte ich lieb nachfragen, ob du dein Gold noch brauchst. Ich weiß nicht, sieh unsympathisch aus, aber heut bin damit drauf. Komm Höhle, wenn du dich das brauchst, doch gönn nur eine Sache, sonst will ich dich verdauen. Alles klar, Leute, nur eine Sache darf er mit. Rommel, hör auf! Okay, ich komm jetzt rein. Dann schreite nun ein durch die geheime. Durch die geheime Pforte, das kann halt nur hinein. Pforte. Aber die Pforte nochmal extra groß gemacht. Immer der Nase nach schritt Valadin durch die Nasennebenhöhle der Höhle, gefolgt von seinem treuen Begleiter Chamel. Achmel, Valadin, bist du das? Dicker, du bist so unnötig. Nach 3 Burnouts traf Valadin endlich auch Hilfe. Nach 3 Burnouts. Digga, was bist du denn? Ja, du hast mich zum Leben erweckt. Weißt du, wo Gold ist? Ja, aber ich muss vorher Revi abonnieren. Oh. Okay, ein Nein. Du musst vorher Revi abonnieren. Hätte genügt. Oh. Weg von meiner erogenen Zone. Sorry. Erogenen Zone. Ja. Gold. Ja. Das Goldgraben hier geschrien. Hier riecht's ein bisschen nach nie mehr Arbeit. Oh. Komm. Wow. Und locker mehrere Tausende von Karat. Oh, warte, nein, Flashback! Doch. Du darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Ich gönn nur eine Sache, sonst werd... Aber was mir auffällt, in den Videos haben die noch keine Werbepartner. Ich dich verdauen. Okay. Boah, dicker Gold und nie mehr Arbeit. Aber ich finde auch wieder den Insider gut hier vorne. Monsieur Beat ist wieder im Bild. Und Tochter von Sultan klären? Und dann auch deutsche Pass haben und dann nicht nach Singapur müssen, 2 Jahre lang den Bund dienen? 2 Jahre den Bund nach Singapur. Oder dampfen. Nein, dampfen nicht gut für Lunge. Du solltest doch nur eine Sache nehmen, du Geringverdiener. Rommel, du Opfer, was machst du nur? Nein, Rommel, du Idiot. Wieso ernährst du mich? Wieso ernährst du mich? Wieso? Die Höhle, sie stört dein! Und an der Stelle... Bin mal gespannt, wie viele Musikvideos hier drin sind. Es ist nur eins drin gewesen bisher. Bin ich mal wieder... Warte! Aus. Mal gucken, wo er jetzt landet. Lass jetzt ein Leid da. Richtig und richtig. Es ist auch geil, dass sie das einbauen. Hast du Feuer? Die beiden waren im Rumpf der Höhle eingesperrt. Und ohne einen Ausweg ging den beiden der Sauerstoff aus. Dampfend ahnte Valadin jedoch nicht, dass er an einer Wunderschisha smogte. Und so begab es sich, dass nach 3 Zügen vom Traube-Minztabak plötzlich etwas Magisches passierte. Da scheint einfach auf einmal ein Genius in Lila. Wichtig und richtig. Du bist ein Genie. Digga, ich war gerade beim Yoga. Ich hab 3 Wünsche frei. Was für 3 Wünsche? Du hast keine Wünsche. 4. Was für 4 Wünsche? Alter, deine Fresse. 3 Wünsche. Okay, 3 Wünsche. Ich bin kein Genie. Was? Das ist ja dann ein heiliger Geist. Wünsche ich mir. Junge, hör mir zu. Du hast keine 3 Wünsche. Ich bin kein Genie. Ich will Elefant und... Alles klar. Und an seinem Beine Rowley. Er lebt nur von Hanf. Sein Spitzname wäre dann Stony. Wäre gern bekannt, dann hätte ich auch ein paar Omis. Scheine auf. Zweiter Song jetzt. Der Bank, davon wächst ein Schlag mein Boni.
kann halt echt, ich muss so oft unterbrechen, weil ich halt fand ich das wieder, dass die Videos komplett gestrikt dann. Limonadenstammzutat des DHT Brownies. Nie mehr Pizza Rand, doch 5 PS5 und Sony. Tipp ich das Flieg. Ist aber auch wieder geile Musik. Kann, dann schreib ich nie wieder OK. Ich wär gerne Schrank und Montana zu den Tony. Sag nur, ich wünsch mir und ich bin dein Genie. Besorg dir R8 Spider, wenn du jetzt kommt er, Speed liebst und ihm sitzen Blondine im Bikini. Erster Ausländer auf der. Warte mal, war das im ersten Shot auch? Spider, wenn du Speed liebst. Ich dachte erst, er wird nur ein Mann gesetzt. Und ihm sitzen Blondine im Bikini. Erster Ausländer auf der IT. Was du. Alles klar. Und du kriegst eine ganze Plantage. Ich geb dir in der Badewanne Massage. Und wenn du willst, auch eine Strip-Einlage. Ich und du zwei Kinder, dickes Haus mit Garten. Egal. Alles klar. Was? Ich klär für dich direkt, mach auch Butler. Auch Butler macht er. Ja. Dir Frühstück ans Bett, du bist mein Rührei. Ich bin dein Speck, drei Wünsche frei. Entscheide dich jetzt. Deutsche Pass. Deutsche Pass kann ich nicht. Deutsche Pass kann ich nicht. Wieso kann er das nicht? Steht da oben drauf, Bier? Deutsche Pass! Das kann ich nicht, brauchst du die Dragon Balls für. Deutsche Pass! Hör mir mal zu! Deutsche Pass ist viel zu mächtig! Was? Deutscher Pass ist viel zu mächtig, Leute. Merkt ihr, unser deutscher Pass ist mächtig? Ich würde mir natürlich von jedem nationalsozialistischen Inhalt distanzieren. Stun. Ausgenommen, er hat ihn zu aufklären. Wünsch mich frei? Nee, boring. Deiner Mutter. Wir sind da nicht freigekommen. Wegen Musikvideo. Wegen Musikvideo sind wir frei. Leute, wie seid ihr freigekommen? Wegen Musikvideo, Digga. Wo ist mein Kamel? Er ist doch auf dein Kamel. Sag mir, was du dir wünschst. Sag! Ja! Mach jetzt! Vier. Das Bild ist doch richtig geil. So Prinzessin Jacqueline. Außerdem ist die ultra fame geil. Dann 5 Millionen Follower. Okay, Tower. Boom, in die Fresse. Ja, auch geil, die Animation, die sie sich da ausgedacht haben. Wie werden Wünsche erfüllt? Genau so machen wir es. Wow. Boah. Aber wie komme ich zu ihr? Deutsche Flagge. Deutsche Flagge, Leute. Die deutsche Flagge wecken sie nicht. Voller Euphorie und mit 9 Punkten in Flensburgistan. Mit 9 Punkten Flensburg. Ich bin bei 9 Punkten zunächst ein Führerschein komplett weg für immer. Jetzt mal eine dumme Frage, ist doch so, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Machte sich Valadin auf Valadin. Seiner fliegenden deutschen Flagge auf den Weg Richtung Prinzessin Jacqueline. Sie war bekannt als die hübscheste im ganzen Land. Reichste und famegeilste Frau in ganz Baklava. In ganz Baklava. Das machte sie traurig und brach ihr Herz, denn sie wusste, dass das eine Lüge war. Die keine Lüge war, sondern die Wahrheit. Oh, ich bin so reich, ich hab schon wieder Erdöl geweint. Stell euch mal, man könnte Erdöl weinen, dann wäre man ja echt super reich. Ich wünschte, ich würde nicht mehr so einsam sein, aber trotzdem reich. Ach, Rajan, Rajan Gosling. Miau. Dieses Miau hat es jetzt auch vollgebracht, das einzureden so an der Seite. Ach, Rajan, du hast immer die richtigen Worte. Oh, was ist das denn? Ist das etwa ein Vogel? Ja, okay, war ein Vogel. Das war ein Vogel. Der hat mal einen Schissbot öffnet. Aber was ist das denn? Ah, jetzt kicken die Pilze. Jetzt kicken die Pilze. Ja! Ey, Puppe! Bock auf dem Flug auf Kennenlernbasis? Nee, ich flieg nur Business Class. Aber ich hab 6 Millionen Follower auf Instagram. Okay. Das waren vorher 5, jetzt sind auf einmal 6. Alles klar. Die Melodie hört sich gleich komplett anders an wie vorher. Nimm mal dein Geld für Spielothek. Wenn du schwanger bist, kein Problem, ich geh
Aber irgendwie kenne ich, er spielt ja auch immer die dummen Personen in Anführungszeichen den ganzen Videos während der welchen Asozialsache. Egal was du sagst, ich sag ja. Wenn du weg bist, werde ich mich emotional nie erholen. Deutsche Pass. Pass. Biometrisch Foto ist gemacht. Bis nur mein Zeitcheck macht. Ich akzeptiere das. Zeitcheck 8. Liebe ist halt das, was du draus machst. Ja, dann an der Stelle hätte ich noch die. Ihr kennt noch die Videos. Getränke, also ein alkoholisches Getränkeglas und eine Kippe hätte ich da einfach reingesteckt. Oh, das klingt alles total. Das wäre nämlich noch als Gag richtig gut gekommen. Total armselig. Ich freue mich drauf. Ah! Ey, was? Da ist hier runtergezogen. Stoß! Kann er sie noch retten oder stirbt? Mach was! Was denn? Mach irgendwas! Ja, mach ich tu doch was! Was denn? Bitte mach doch was! Deutsche Pass! Ich brauche diese. Mustermann, Jacqueline heißt sie. Berlin, Deutschland. Krass. Aber ich bin nicht diese. Ich wünschte, ich wäre Jacqueline. Thomas? Oh, du kannst... Du bist so ein Otto, ja? Warte mal. Kann ich den dritten Wunsch für mich benutzen? Kann ich den letzten Wunsch für mich benutzen? Ja, Mom. Kann er? Ist jetzt eine Frage? Was wünsche ich mir? Lambo? Rolex? Nein. Freiheit? Mann, Alter, nein! Ich hab's! Der Eternity von Julian Bam. Klamotten, die neuen Bam Shop online gekommen sind. Warte, wie sieht hinten aus? Die hatten den gar nicht. Alter, ich bin jetzt Playboy! Ich würde mal fast sagen, das war's mit diesem Video sogar. Vergessen und ohne Schuldgefühl von Waladin wurde Jamel allein gelassen und lebte von nun an reich, aber auch nicht mehr lange, aufgrund von Sauerstoffknappheit im Rumpf der Höhle. Das Letzte, was es sah, war ein Leuchten. Das soll übrigens auch eine Anspielung auf das nächste sein. Sag ich euch, das war's mit dem Video, haut rein und tschüss.